Also da habe ich angefangen Fußball zu spielen, hier direkt vor meinem Haus mit meinem älteren Bruder. Ja, und immer gegen Ältere gespielt und ich glaube auch, dass das auch so was Wichtiges für mich war. Es gibt kein besseres Gefühl als zu Hause bei den Eltern zu sein, in seinem alten Kinderzimmer. Mit den Eltern einfach ein bisschen Zeit zu verbringen, mit den Freunden von früher und einfach mal abschalten vom ganzen Fußballding und einfach mal sich treffen mit den Jungs, ein bisschen Spaß haben und ja, wie gesagt, einfach abschalten. Das hier, diese zwei, das war das Tor. Ja, ich würde mich auch schon so beschreiben, auch wo wir gleich hingehen, wirst du sehen, ist auch Straße und so ein DFB-Platz, so ein 4 gegen 4. Da waren auch immer sehr, sehr hitzige Duelle, weil jeder gewinnen wollte. Da hat man um alles immer gespielt. Und ja, ich glaube, deswegen habe ich auch diese Mentalität bekommen mit der Zeit. Und ja, dieses Straßenfußballer-Ding, was ich, denke ich, auch habe, dadurch habe ich es, denke ich, mal bekommen alles. Mach mal auf, bitte. Ja, ich komm hoch. Komm mal, bitte. Ciao. Ja, heute Morgen beim Joggen bin ich auch darüber geklettert. Ja. Hi. 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 Was macht die Übung? Durchlaufen, passen, dann schießen. Das ist ein Ding, wo man dagegen passt. Ja. Hast du dich einmal getroffen? Ich war damals schon einer, der nicht verlieren konnte. Das wissen auch meine Jungs, glaube ich. Und dann sind auch schon Tränen geflossen, wenn es mal nicht lief. Oder wenn wir mal verloren haben oder so. Ja, also hier, genau wo das Tor stand, glaube ich, mit 6 oder 7, mein Vater hergekommen, haben auch immer trainiert. Hat auch schon mit 6 oder 7 hat er mich schon motiviert, mir geholfen. Da haben wir 11 Meter geübt. Links, rechts, unten, die ganze Zeit flach einfach ins Eck. Und dann gab es mal so ein Spiel, keine Ahnung. Das war das letzte Spiel, wir haben alle Spiele gewonnen. Ich glaub 10, wir haben 9 gewonnen. Das letzte Spiel war hier. Es stand irgendwie 1-1 oder so und dann kam ein Elfmeter. Und ja, da habe ich schon mit dem Ball genommen, habe den Elfmeter geübt und habe den dann reingemacht. Das war auch schon ein schöner Moment, muss ich sagen. Ja, Vater war auch da. Besser geht's nicht. Du kannst ja keinen Regionalligaspieler holen und sagen, du wirst Bundesligaspieler. Das funktioniert ja nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Und die Überlegungen waren zu gucken, wie weit ist er bereit für die Bundesliga. Und da haben wir uns die Option offen gelassen, darüber zu reden. Und dann haben wir Danny trainieren sehen, spielen sehen, arbeiten sehen. Und dann muss man sagen, hat er die Chance, die er dann gekriegt hat, auch zu 100% genutzt. Ich hoffe jetzt erstmal, dass er ein Bundesligaspieler wird, weil das ist er noch nicht. Er hat zwar jetzt Bundesliga gespielt, aber um dann wirklich ein Bundesligaspieler zu sein, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber aus meiner Sicht macht er einen guten Weg. Und wir wollen ja lange was von Danny haben und deswegen machen wir das ganz behutsam weiter. Und dann gucken wir mal, wo dann sein Weg hingeht. Meine Motivation ist hoch, ich möchte mich weiter verbessern. Es gab schöne Momente. War vielleicht auch alles schnell und schön, aber ja, es geht weiter, es muss weitergehen. Und trotzdem, jetzt kommt erst der schwierige Weg für ihn. Das nach oben kommen ist dann einfach. Jetzt weiß jeder, wer er ist. Jetzt wird es dann schwieriger für ihn, das habe ich ihm auch schon gesagt. Ich mache mir nie Druck. Also auch damals in der Jugend nicht, auch bei Offenbach nicht und bei Köln jetzt auch das halbe Jahr nicht. Und ich denke, dass es auch jetzt so der Fall sein wird, dass ich mir einfach keinen Druck mache. Früher immer Ärger bekommen, wenn man drüber geklettert ist. Brauchst gar nicht klettern, Digga. Ich sag ja, es kommt keiner mehr raus, einfach um Fußball zu spielen oder so. Das sind viel zu voll geworden, denke ich mal auch. Da war auch, wo ich die Wiese gezeigt habe, auch immer, waren immer Kinder, war immer voll, aber jetzt auch kein Mensch mehr draußen. Die Generation von heute ist ja eher so Computerspiele, Playsee und so. Und früher war es halt anders. Früher ist man rausgegangen ohne Handy. Zu Hause klingeln, darf der Osan raus. Das war cool. Sowas. Um 7:30 ist immer der Eismann gekommen. Im Sommer hat man sich dann immer noch ein Eis geholt und hat dann einfach weitergekickt, bis es dunkel geworden ist. Und dann musste man auch schon wieder nach Hause. Und das eigentlich so jeden Tag, wenn man frei hatte. Also hier sind wir beim DFB-Platz. War in meiner Jugend sehr, sehr bekannt. Waren wir gefühlt jeden Tag, haben hier 4 gegen 4 gespielt. Im Hintergrund, das war meine alte Schule, wo ich damals zur Schule gegangen bin. Und ja, hier waren die Duelle immer sehr, sehr umkämpft. Jeder wollte gewinnen und ja, sehr hitzig. Wollen wir ein Spiel machen kurz, Jungs? Also ich glaube, wenn du Angebote gibst,
dann sind ganz, ganz viele Kinder froh, dann auch mal rauszugehen. Wir haben halt keine Angebote mehr oder die Angebote werden immer weniger, weil dann kommt der große Knack, alles zu teuer. Wir haben leider viele Sportplätze, die mehr oder weniger vor sich hinarbeiten, weil wir alles auf Ehrenamt machen, weil keiner richtig hilft. Ich glaube, wenn du Leute hast, die begeistert sind, die du begeistern kannst, egal wo. Und ich habe immer Trainer gehabt, die konnten mich begeistern, deswegen bin ich gern zum Training gegangen. Und wenn du natürlich das alles laufen lässt und du keine Menschen mehr hast, die begeistern können, dann musst du dich nicht wundern, dass alles nach und nach einfach vor sich hin sieht. Ich weiß nicht, kann ein Generationsproblem sein. Ich glaube, dass wir uns die Generation aber hinerziehen. Habe ich natürlich dann irgendwo stolz gemacht, dass es doch noch ein paar Kinder gibt, die eher Fußball spielen, anstatt zu Hause zu zocken oder keine Ahnung was machen. Geh alleine! Mach es! Ja, 2-1, jetzt komm! Wir gewinnen, es geht drauf, Jungs! Das war's so. 2-2, komm, Jungs! Wir gewinnen das. Danke, Jungs, gell? Hat Spaß gemacht. Viel Spaß euch noch, ne? Aus der Puste, Digga. Wahnsinn, gell? Mit den Schuhen noch, Alter, wenn du schießt, guck mal. Weißt du, das weh tut? Oh, reicht jetzt, ne? Hallo, ich bin Marvin Schweber, Schnapper beim 1. FC Köln. Ich kann ziemlich gut Bälle fangen, aber kann ich auch gut Abos abgreifen? Versuchen wir es doch mal. Kommt schon, lasst ein Abo da. Ihr klickt und ich leite das Abo dann direkt an unseren Admin weiter. Pronto Toronto. Schließlich habe ich nicht den ganzen Tag Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit, euer Marvel.